Servus, willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wie gesagt, mein Rechner spinnt ja gerade. Ich hoffe, dass die Soundeinstellungen für euch in Ordnung sind, weil die waren beim letzten Mal weg. Ich sehe es auch, ich habe hier gerade einmal geschrieben. Ich versuch's mal. So, ich bin gerade dabei, ein paar Blendballs herzustellen. Weil ich habe aus Versehen eine Questreihe abgeschlossen, wo ich das letzte Mal gemacht habe, weil wir brauchen ja unbedingt Plastik, damit wir Batterien herstellen können, dass wir jetzt endlich anfangen können, auch die Erzverarbeitung Vollrohr mitlaufen zu lassen. Und das ist jetzt also, wie gesagt, auch das, was dann da drüben passieren soll. So, das heißt jetzt, wir müssen natürlich uns die beiden Wege dann angucken, was es gibt. Es gibt einmal die Pyrolyse Möglichkeit, das heißt Wasser und Mulch oder whatever, kann man dann umwandeln in Biomasse. So, und dann gibt es noch einen zweiten Weg, das ist der hier. Aber der ist nicht so schön bis jetzt. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht rausgefunden. Warum probieren wir es jetzt zusammen? Finden wir es zusammen nicht raus. Ja, also wie gesagt, man kann ja das zu Plant Mass verarbeiten. Das ist momentan, weil wir ja nur den HV haben. Ich glaube, mit der nächsten Variante, ich weiß nicht, ob der jetzt schon drei oder vier Felder hat. Ich glaube, der hat sogar schon vier. Könnte man es sogar verdoppeln. So, und das muss man dann nehmen und in die Zentrifuge schmeißen. Und da kriegt man jetzt dann das schöne Biochaff raus. Und das ist auch das, was meine Quest war. Nur dass ich diesmal halt ein bisschen mehr hatte, weil ich mal einen ganzen Stack durchgejagt habe. 11 Stück. Da einfach dann in die Brewery reinschmeißen. Und dann kommen da 750 Biomasse raus. So, ist natürlich wunderbar, ne? Mehr natürlich, als wenn ich beim anderen nur 20 rauskriege. Aber ich habe festgestellt, Biomasse ist nicht Biomasse. So, das ist sozusagen jetzt dann dieser Weg. Also Plant Balls hatten wir schon. Ja, dann kommt hier die Plant Mass. Bräuchte ich 64 Stück, hatte ich natürlich dann. Biochar 64 Stück hatte ich dann natürlich auch. Und ich habe das dann auch noch gleich in die Biomassezellen umgewandelt. Die haben wir jetzt dann auch. Und jetzt schauen wir uns mal die nächste an. Das ist fermented. Also das heißt, wir brauchen einen Fermenter. Das heißt, ich brauche 8 mal Aluminium. Ah, ich merke gerade, unser Sebo machen wir wieder fleißig. Ein bisschen Plastik haben wir. Aber wie gesagt, wenn ich da richtig, richtig Batterien durchjagen will, und das müssen wir, weil wir müssen jetzt langsam alle Register ziehen. Heißt das für uns. Dass wir da mal ein wenig Gas geben müssen. Da rein. Da rein. Und zum Beispiel das da, dass das automatisch umgewandelt wird in Lithium. Das will man auch machen. Ich bin momentan beim Überlegen, ob ich das vielleicht sogar dann in die Chemieverarbeitung reinschmeiß. Oder in die Erzverarbeitung. Wobei Erzverarbeitung, glaube ich, besser wäre, wenn wir das dann hinten in den zweiten Raum reinbauen. So, wir haben eine MV Machine Hall. Die kommt dahin.
Genau, weil wir brauchen ja sozusagen einen Advanced Fermenter. Dann brauche ich Kabel und einen Circuit. Dahin. Vermutlich dahin. Dann brauche ich zweimal Glas. Die hole ich mir oben. Für diejenigen, wo jetzt eigentlich drauf gehofft hatten, hat er nicht gesagt, der will den Wisser klatschen. Ja, den möchten wir aber nur zusammen machen. Und momentan sind wir nur zu zweit und nicht zu dritt. Und darum habe ich mich jetzt erstmal entschieden, noch ein paar andere schöne Sachen zu machen. Habe auch mal ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Hat den Vorteil, wenn man Grafik und Key-Rücksetzung hat. Man fängt dann auch an, das andere Zeug zu machen. Copper-Cable brauchen wir vier. War dann, glaube ich, hier. Nein. Das war hier. Kabel waren hier. Und wir haben einen Advanced Fermenter. Klatsche ich jetzt einfach mal dahin. Und dann brauche ich noch mal eine LV-Pumpe. Gar nichts mehr da. Iron Rod. Hi. Ah, okay, das Zinnkabel ist auch durch. Haben wir noch eine Bronze Pipe rum? Nicht. Wie gesagt, für mich kann es jetzt bedeuten, dass wir jetzt dann diesen Weg einschlagen oder den anderen. Was halt beim, also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass der andere auf jeden Fall eingeschlagen werden sollte. Aber er ist momentan sehr kostenintensiv und da warte ich lieber noch ein wenig ab. Noch einen Zinnrotor, eine Zinsschraube. Lauter Freude. Und noch ein Kabel. Aufräumen. Pumpe. Da drauf. Hit. Dank. Nehmen ja auch langsam, aber sicher die Maschinen richtigen Platz ein. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen diese. Haben wir ja. Ah, okay, der macht gleich Fermented Biomasse draus aus dem Biochaff. Problem ist nur, vermendete Biomasse ist halt nicht. Genauso viel wie bei dem anderen, aber wir werden sehen. So, das heißt, ich werde jetzt erst einmal hier das hinmachen und mir nochmal einen Tank holen. Wie gesagt, das wird ja irgendwann über Pipes laufen. Dahin. Ich glaube, das ist sogar 1 zu 1, aber da kann es laufen. Diese 64 Zellen, was wir haben, schmeißen wir gleich da rein, weil die brauchen wir sowieso.
dass wir den nächsten Schritt kriegen. Genau, und dann hat er hier die Ethanol-, Methanol- und Methangas-Möglichkeit. Da muss man ja hin. Brauchen wir wieder Ethanol. Okay. Dann heißt es jetzt, wir haben... Achso, das Paket kommt. Weil wie gesagt, ich kann mich mal, genau, ich kümmere mich jetzt mal sozusagen um die Maschinen, die wir jetzt brauchen für die Erzverarbeitung. Die sind hier, glaube ich, sogar Power of the Sun. Power of the Sun, nein, das ist falsch. War noch 11V? Werde es finden. Früher oder später. Ich glaube, das war sogar... Ah, da ist es. Doch, bei MV. So, das heißt nämlich, ich brauche einen Low Voltage Type Filter, einen Low Voltage Test Buffer, der interessiert mich nicht. Der Basic Packager interessiert mich und der Type Filter, ich glaube, der interessiert mich auch. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Item Filter. Das war wieder Zinkfolie. Eine Runde Stahl. Jagen. So, dann brauchen wir 11V, das heißt, ich brauche auf jeden Fall 16 mal Stahl. Ich brauche auf jeden Fall viermal das und ich brauche viermal Zinnkabel. Da rein. Rum drin. Wire und Folie. Ah, so. Okay, die, wo ich gerade nicht gewonnen habe. Oh, hier. Also jetzt. Fertig. Dann da rein, da rein. Da rein. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen einen HV-Circuit. Okay. Einen Konvoyer. Test. Dank. Ah. Ah. Müssen aufpassen. Ein Low Voltage Type Filter, ne? Genau. Ah. Auch komplettiert. So, für die Schematik brauche ich die Schematik.
Und für die Schematik brauche ich MV und Stainless Steel Plates. Davon brauche ich 4 Stück. Wenn dann ins Richtige. Ich gehe da gar kein Risiko ein. Mach's dann gleich beim HV. Matic. Diese Schematik brauche ich einen. Ja. Dahin und dahin, dann haben wir den auch. Und jetzt brauchen wir noch einen Packager. Dafür brauche ich 2 Kisten. Gott sei Dank mal 2 kleine Circuits. Dahin, du kommst dahin. Brauchen wir noch. 2 Kabel, 2 Kisten. Kabel. Ein Konvoier, war da auch ein Konvoier dabei? Nee, ne? Okay, und dann brauche ich jetzt noch einen Robotarm. Das heißt, ich brauche 2 Motoren und einen Circuit. Dann brauche ich 8. Mit 2. Mit 6. Nein, hier eigentlich. Doch, hier 6. Trau mir schon selber nicht mehr mit dem Weg, oder was? Auch noch Steel Rods. Ah. Und 3 Kabel. Ja. Dann heißt oben, die 2 Kabel kommen unten. Dahin, das kommt dahin und ich habe einen Basic Packager. Okay. So, das heißt, wir hätten jetzt eigentlich schon mal, ja, bis auf den Low Voltage Chest Buffer. Den werde ich irgendwann mal bauen. Momentan nicht. Warum? Hat einen ganz einfachen Grund. Irgendwann wird der auch mit hinten sein, wenn wir Komplettverarbeitung haben. Das heißt, wenn da auch mal small Piles rauskommen könnten, dann räumt der die auf. Weil so häufig wird das nicht passieren, hoffe ich. Schon wieder dunkel, weil der Boden ist rötlich. Muss ich mal gucken. Medium. Außen sein. Können. Baut. Ne, da ist er.
Low Voltage Super Buffer. Na, mal Low Voltage Type Filter und Low Voltage Super Buffer. So, der kann 256 Item Stacks aufnehmen. Ja, schon sehr gut. So, und jetzt muss ich natürlich dann gucken. Der muss natürlich irgendwo zentral irgendwo stehen. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Habe ich irgendwelche Blöcke dabei, mit denen ich sozusagen anzeichnen kann? Denn wir werden dieses Konstrukt wird alles Richtung Decke laufen. Habe auch schon angefangen hier, ne? Die Löcher sind schon mal drin. Das heißt, da werden auch die ganzen Kabel dann hochkommen. Und wie gesagt, ne, also wir haben jetzt hier einmal HV, zweimal HV. Ich bin auch mittlerweile beim Überlegen, ob ich den EBF hier wieder runter trimme auf ganz normal HV. Braucht zwar ein bisschen länger, aber ich habe ein paar Batterien übrig. Das können wir dann später vielleicht noch machen. So. Was heißt er jetzt? Ich habe jetzt hier den Maserator. Eigentlich werde ich irgendwann von diesen Type-Filtern vielleicht sogar mehr brauchen. Ich weiß es aber, von den Super-Buffern, aber das weiß ich noch nicht. Einfach nur zum Aufheben. Weil ich muss jetzt mal das ganze Zeug hier wegräumen, was ich jetzt momentan nicht mehr brauche und nicht mehr will. So, auch weg. Okay. Und das drin, was wir dann später mal brauchen. Oh, da habe ich noch Lead drin. Hervorragend. So, das heißt ja, ich kriege ja dann Strom von unten. Dann wird das Ding geladen. Dann habe ich hier, insgesamt irgendwann mal 8 Stück stehen. Die werden auch aus der Mitte geladen. Das sind auch zweimal HV. Das ist der dritte HV, vierte und fünfte HV. Dann haben wir diese Seite. Dann haben wir hier einen sechsten HV, das ist nämlich dann der dritte Maserator. Dann haben wir nochmal Ohrwascher. Acht, neun. Und dann haben wir noch 10, 11 für die ganzen Sifter. Und dann sind wir mit dem Raum hier fast fertig. Also 12 Batterien, 12 HV-Batterien werden hier gebraucht. Und die werden sehr, sehr, sehr viel. Also das heißt, ich muss auf jeden Fall meine 16 HV-Batterien müssen da hinten wirklich voll laufen und auch da voll hergehen, weil wie gesagt, die müssen ja auch die EBFs, und das sind ja mittlerweile jetzt schon 5, und auch mein Vakuumfreezer befüttern. Okay, so, aber ich habe auf jeden Fall in dem Maserator habe ich jetzt was. Das kommt rein, geht raus, geht rüber. Ich werde Filter brauchen, fällt mir gerade auf. Von der Mitte bekomme ich ja meinen Strom. Von unten bekommen die Dinger entweder Wasser oder das andere Zeug. Momentan eher Wasser. Mir egal, dass die dann ein wenig länger brauchen. Die können ja die ganze Zeit dann laufen. Wie gesagt, dafür sind ja dann die zwei da. Das heißt, von oben die Items, von unten... Ja, wobei ich könnte die Items auch hinten rausziehen. Rüberleiten.
Das heißt, wir brauchen mal schnell Conduits. Auf jeden Fall einen 16er HV, den brauche ich auch. Und wie gesagt, und da müssen wir halt die Batterien auch reinkriegen. Gleich mal das Lied da rein. 53, weiß ich mal hier rein. Können Battery Alloys auf jeden Fall weiterlaufen. Da haben wir fast Halbzeit. Dann brauche ich jetzt Conduits. Habe jetzt erst einmal nur 8 Stück. Ich brauche 2 Itemfilter. Das heißt, ich brauche 8 mal Zink. Auch 2 Stacks Stahlwire. Ja, wobei ich glaube, ich brauche gar keine Filter bei dem bei den Ohrwaschern, weil die Ohrwascher ja automatisch nur das annehmen, was sie auch wirklich haben wollen. Halt das, was dann interessant wird. Da rein und da rein. Eins. Warte auf jeden Fall, bis die Filter fertig sind. So, das heißt nämlich, ich habe Maserator. Im Maserator gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Das ist ja, nee, ich habe auf jeden Fall den, ich habe auf jeden Fall die Dusts, die wo entstehen können. Die gehen ja dann nicht in den Ohrwascher. Das kann ich jetzt natürlich mit einer Chest erledigen, dass ich sage, okay, ich hänge jetzt dahinter eine Chest. Und in der, ja, das machen wir. Ich nehme dann mal sicherheitshalber auch mal gleich, sagen wir mal, 8 Chests mit. Beide Filter. Und ich muss jetzt natürlich noch die Ender-IO-Filter bauen. Ah, den kann ich leider noch nicht bauen. Ja, okay, ich brauche sowieso den als vorher. Iron Bars, 2 Stück. Rein. So, habe ich jetzt noch aus Versehen hier einen HV irgendwas in groß rumliegen? Nicht. Mal den Baum schnell. Rein. Da rein. Da haben wir auch schon Sachen vorbereitet. Gespoilert! Dann brauche ich Kabel. Fest.
So, das heißt, ich habe jetzt einen High Voltage Battery Buffer mit 16 Slots noch dabei. Auch mal dunkel. Bin gerade beim Überlegen, ob ich das halt alles. Wir haben ja irgendwann 8. Okay, ich hätte eine noch da, aber die brauche ich sowieso irgendwann. So, ich habe jetzt auf jeden Fall. Da kommen ja insgesamt rein 16. Das heißt, ich habe ja 4 EBFs. Ich habe ja auch noch Multismelter. Das heißt, mir wird irgendwann der eine nicht mehr reichen. Ich werde noch einen zweiten brauchen. Aber das könnte dann vielleicht auch der kleine Achter hier machen. Muss jetzt auf jeden Fall mal schnell hier runter. Laut, wenn ich die aus. So, das heißt, der Raum muss auf jeden Fall erweitert werden bis da nach hinten. Auch eine Sache, wo wir machen müssen. Aber sogar noch einen weiter. Ja, ist ja gut. Dann catch mich mal. Weiß auf jeden Fall, dass der Nano-Anzug langsam in greifbare Nähe kommt. Das wird dann auch wichtig werden, dass er in die Nähe kommt. Haben wir ja schon mal eine, die wo wir jetzt brauchen, bis wir jetzt aufgesammelt haben, hoffe ich. Ah, okay. Ja, kann nicht gehen. Ja, es musste ja leider nicht aufgehen. Habe ich da vielleicht noch ein paar Steine drin? Aber wir wissen, was Sache ist. Passt.
Ich gehe mal schnell ins Lager und gebe mal schnell die Erde ab. So kann man es auch machen. Dauert ein wenig länger. Halt. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Raum so weit ausgedehnt, dass er bis dahin geht. Glaube auch, er geht auf jeden Fall bis zum anderen Punkt. Ich schaue da mal hin. Ja, das schaut gut aus. So, auf jeden Fall, dieses Kabel muss umziehen am Schluss. Was wir auf jeden Fall haben, wir brauchen auch einen 16er MV. Das heißt, ich muss das Hauptkabel müsste am besten irgendwo hier entlang laufen. Am besten irgendwo. Ja, genau hier. Am besten so zwei Positionen weiter vorne. Also das heißt, Gott sei Dank habe ich jetzt den da. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal hier sagen, guck ich zwei Positionen vorne. Jetzt sogar vielleicht sogar drei. Genau, das heißt, der würde unter der Tür entlang laufen. Da stört er am wenigsten, weil da mache ich nichts. So, ich hoffe, dass momentan keine EBFs und sonstige Sachen laufen, weil die haben dann sonst ein Problem. Genau. Klappt hätte ich ein anderes Problem gehabt. Eigentlich würde es ja reichen, wenn ich hier einen Achter hinmache, also ein dünneres Kabel hinmache. Da könnte ich muss mal schnell schauen. Habe ich ungefähr 8V-Kabel einstecken. 8, 8, 8, 8er habe ich. Wenn wir jetzt an andere spielen würden, andere, hätte ich jetzt. Würde ich jetzt Schmerzen verteilen, so verstelle ich nur Strom. So. Weil normalerweise dürfte da ja nichts passieren. Weil der kann ja nur. Das abrufen. Mir fehlt einer. Hurra! Auch der neun. Vielleicht noch. Loaloi, irgendwo fertig. Ja, hat er. Willst du jetzt mich verarschen? Achter. Werde ich sowieso alle brauchen. Hau ich gleich durch. Aber jetzt dafür wieder 9 16er. Nein, ich habe sogar noch mehr, weil ich noch ein paar gemacht habe. So, der eine reicht mir. Erstmal. Heißt, wir haben jetzt schon mal dann die. Den Anschluss bis dahin. Schauen wir mal, wie weit das wir noch den Anschluss bis zu den Plant Balls kriegen.
da rein. So, okay. Dann muss ich schnell nochmal nach vorne. Weil ich habe ja noch gesagt, wir möchten den EBF noch schnell zum HV runter sterilisieren. Das heißt, ich kann dann nämlich ein paar Kabel rausziehen. Ein paar wird gut sein. Ein paar viele. Du jammerst nicht. Perfekt. Und dadurch, dass jetzt daraus HV geworden ist, brauche ich hier jetzt nämlich nur noch eine Batterie. Und nicht mehr 8. Haben wir schon mal Freude, weil dann können wir jetzt nämlich den dann alles umklemmen, alles umswitchen. Dann brauche ich einige nicht, aber das werden wir nicht mehr diese Folge machen, denn da ist die Zeit nämlich rum. Dann, wenn ihr nämlich Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir bitte doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Dahin. Ciao, ciao.